Guten Morgen, liebe Eisenbahnfreunde. Herzlich willkommen mal wieder hier aus Hettie Muller. Wir haben heute Mittwoch, den 27. Dezember. Auch in Sri Lanka sind die Weihnachtstage nun vorbei. Aber was viel wichtiger war, war gestern in Deutschland der zweite Feiertag. Das war hier ein Vollmondtag und jeder Vollmondtag ist in Sri Lanka für die Buddhisten ebenfalls ein Feiertag. Meine Fahrt soll heute nach Kalutara gehen. Das ist in die Richtung hinter mir, Richtung Colombo, ungefähr 25 Kilometer. Ja, ich bin gespannt, was es da zu sehen geben wird und nehme euch natürlich mit auf die Reise. Die Schranken haben sich geschlossen, das ist aber noch nicht mein Zug. Das ist auch ein Colombo-Zug. Der hält hier nicht an, der fährt durch. Wir sind jetzt hier in Kalutara South angekommen. Da gehen eigentlich nur die zwei Gleise durch. In diese Richtung geht es nach Colombo. Da hinten ist dann das Meer und in diese Richtung geht es nach Alutgama Gol in den Süden. Es ist ziemlich was los. Ich denke, es kommen jetzt noch zwei Züge. Na, schauen wir mal. Es ist in Sri Lanka völlig normal, über die Gleise zu laufen. Ich habe auch nicht immer ein gutes Gefühl dabei, aber ihr seht selber,
alles Klientel, junge Leute, alte Leute. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund die Bahnsteigansage hören könnt. Die ist mir in den letzten Tagen schon aufgefallen, immer wenn ich hier durchgefahren bin. Es scheint eine nette Dame zu sein, die die Ansage fast singt. Wir sehen hier einen Triebwagen der Baureihe S13, ein relativ neues Fahrzeug. Leider bin ich etwas enttäuscht vom Wetter. Kurz vor Caloderra sind diese Wolken da aufgezogen. Ich hätte jetzt das schönste Morgenlicht hier auf dem Zug, aber naja, kann nicht immer alles hundertprozentig klappen. Ihr seht auch, der Zug ist gut gefüllt. Schauen wir uns ein bisschen im Bahnhof von Caloderra South um.
Nebenan ist ein Trainingscenter der Sri Lankan Navy. Ich betrete nun den Bahnsteig aus Richtung Colombo. Da gibt es überall so kleine Stufen, dass man ja überall gut hinlaufen kann. Eine Besonderheit in Sri Lanka ist vielleicht auch noch hier zu sehen. Das Signal ist aus, also weder grün, gelb noch rot. Die Signale werden immer erst kurz bevor ein Zug kommt eingeschaltet. Verschiedene Bilder zieren die Abgrenzungsmauer vom Bahnsteig und auch hier eine Aufnahme oder ein Bild der Kalodara Bridge in den early 1900ern. Ich weiß nicht, ob die so ausgesehen hat, aber da erkennt man eine Dampflok und nebenan die Einfahrt aus Colombo Richtung Süden. Das ist eine S11 und hier ist die Dagoba von Kalodara. Die Bahnsteigüberführung. Rechts das Gleis nach Colombo. Die Züge fahren ja auch im Linksverkehr hier. Und auf meinem Bahnsteig geht es Richtung Süden. Auch hier gibt es eine Kantine oder eine Bahnhofsgaststätte. Und ja, kenne ich so aus früheren Zeiten auch nicht. Die Sammelbox für die Plastikflaschen. Hier ist der Ein- und Ausgang. Und rechts sehen wir wieder den Beamten, der die Fahrkarten sortiert. Im Hintergrund die Fahrkartenschalter. Gepäck kann. Und Stückgut für den nächsten Zug. Und da wird wohl drauf geschrieben, wo die Ladung hin soll. Zumindest eine kleine Buddha-Statue findet man hier fast überall. Einen Wasserhahn findet man fast auf jedem Bahnhof. Das ist ganz praktisch, da können wir uns mal die Hände waschen immer, wenn es doch etwas schwitzig wird. Und die Einheimischen nutzen das als Trinkquelle sogar, aber davon halte ich Abstand. Hier Ladies Restroom. Und da für die Herren. Diese Schilder, die kenne ich auch noch nicht. Oben der Ort, in dem man sich befindet, also Kalodara South. Nach links Kalodara Nord, der nächste Bahnhof. Und nach rechts Katukurunda. Auch in Kalodara gibt es eine Waage für die Ladung. Birmingham made in England kann ich auf dem Schild lesen. Thank you.
Liebe Eismann-Freunde, ein bisschen Kultur am Rande hier in Kaludara steht einer der größten Dagoben. Das Besondere an dieser Dagoba ist, dass sie begehbar ist, die anderen sonst normalerweise nicht. Und in dem Rundell ist die Geschichte Buddhas dargestellt. Hier sieht man auch die Spendentöpfe. Ich bin etwas überrascht, dass so wenig Autos hier anhalten. Normal halten die Autofahrer hier an und geben ihre Spende ab. Denn hier soll auch ein Gott oder ein Heiliger der Autofahrer zu Hause sein. Rechts und links der Straße ist die Tempelanlage und hier sehen wir den sogenannten Bo-Baum. Einen Bo-Baum gibt es so gut wie in jedem Tempel. Das ist der Baum, unter dem Buddha seine Erleuchtung erfahren haben soll. Hier sind die Blumenstände. Bevor man in den Tempel geht, kauft man Blumen und legt sie dort an entsprechenden Stellen ab. Ja, liebe Eismann-Freunde, wie ihr seht, ist jetzt doch tatsächlich die Sonne noch ein bisschen rausgekommen. Ich werde meinen Aufenthalt hier in Kaludara nun beenden. War etwas kürzer, aber ich werde jetzt auch als Verkehrsmittel den Bus wählen. Jetzt muss ich erst mal schauen, wo hier der richtige Bus in meine Richtung fährt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch hier in Kaludara. Und jetzt werde ich dann auch noch ein paar Aufnahmen aus dem Bus machen. Da haben wir auch schon einen Bus von Kaludara nach Aludgama. Sicherheitshalber werde ich aber trotzdem noch mal fragen, dass der auch wirklich dahin fährt. Die bunten Busse, das sind private Busse. Und dann gibt es noch so rote Busse. Die sind dann staatlich, aber im Prinzip ist es egal, mit welchem Bus man fährt. Ja, ich bin jetzt hier im Bus. Das ist typisch für die privaten Busse. Die sind also total schön angemalt mit irgendwelchen Comics oder was weiß ich, das alles sein soll. Irgendwas Buddhistisches muss auch dabei sein. Hinter diesem Foto sitzt der Busfahrer. Ich habe mir einen Platz am Fenster gesucht. Hier ist die Busstation in Kaludara. Wir stehen schön im Schatten und jetzt warte ich einfach auf die Abfahrt des Busses. Ob die hier Fahrpläne haben, habe ich noch nicht rausbekommen. Ich habe das Gefühl, die fahren halt irgendwann mal los. Ja, liebe Eismann-Freunde, im Gegensatz zum Zug fährt hier noch eine Art Schaffner mit. Dieser Schaffner kassiert dann ab, das heißt, man bezahlt also nicht beim Einsteigen in den Bus, sondern man bezahlt dann bei diesem Busbegleiter. Interessant vielleicht auch noch, heute früh in der dritten Klasse von Hedi Mulla nach Kaludara hat die Fahrt 40 Rupien gekostet. Und im Bus nach Morgala, also ungefähr die gleiche Strecke, hat jetzt 100 Rupien gekostet. Ja, bei einem Umtauschkurs von 350 Rupien zu einem Euro sind das wirklich Centbeträge. Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind also sehr günstig im Gegenzug zum Zug oder im Gegensatz zum Zug. Ist der Bus relativ wenig besetzt. Man sitzt am offenen Fenster und genießt den Fahrtwind. Soweit, liebe Eisenbahnfreunde, der Kurztrip nach Kaludara. Im nächsten und zugleich letzten Teil aus Sri Lanka geht es zur Seven Arch Bridge ins Hochland. Ich bedanke mich für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus hier bei 3x Oberfranken.